Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Sternenkind-Saga. Ja, wir haben in der letzten Folge jetzt eigentlich nicht so viel gemacht. Wir haben halt die Quest im Lazarett komplett fertig gemacht, haben unsere magischen Gegenstände identifiziert, noch ein paar Bücher gelesen. Sonst war ja nicht viel. Ich überlege gerade, was wir jetzt als nächstes machen. Eigentlich hatte ich gesagt Hauptquest, wir könnten aber auch noch die Quest mit den Orks fertig machen. Ein bisschen Geld habe ich ja angesammelt. Und ich könnte auch gerade mal gucken, ob ich bei einem Händler unseren ganzen Schrott verkaufen kann. Wir haben ja auch noch verschiedene Verkaufsgüter. Die müssten wir eigentlich auch noch loskriegen, müssen wir auch noch ein bisschen Geld bekommen. Und wir haben ja unseren... ich muss jetzt gerade überlegen. Bei wem kriegen wir unseren Schrott los? Kriegen wir bei dir unseren Schrott los? Na, das sind ja nur die Getränke. Überlege ich der Händler? Also wir haben ja einen Ausrüstungsfuzzi. Oh! Haki! Hast du gehört, du verfluchter Mistkerl? Es geht los nach Bergenthorn. Die beiden Weiber hier packen so langsam, dass der Krieg vorbei... Die beiden Weiber hier packen so langsam? So langsam! Aha. Dass der Krieg vorbei ist, wenn wir ankommen. Aber bald werden wir fünf gemeinsam die Wölfe über das Schlachtfeld jagen. Hey, Kleiner, was schaust du so? Wir kommen nicht mit. Noch nicht, mein kampfbegabter Freund. Der Kriegsherr hat für uns einen Botendienst eingeteilt. Der führt uns weit in den Norden des Landes. Hey, Norden? Ich dachte wir... Autsch! Ich glaube, ich habe Arthur noch nie so schnell seinen Ellbogen einsetzen sehen. Ja, Norden. Eine einfache Depesche sollen wir nahe Beowarsheim abgeben. Oh hey, das macht Sinn. Haki und Svenja kommen ja von dort. Dann beeilt euch, ihr stinkenden Schwertschwinger. Wir warten in Krieg ja auf euch. Und ihr beeilt euch, Weiber. Krieg! Es ist Krieg! Da freut sich aber jemand. Kann man sich so auf einen Krieg freuen? Jetzt mal ehrlich? Bin da ja eher so... Ihr seid gesegnet vom Glück, ihr Lieben. Ich wünschte, ich müsste noch nicht in diese dunklen Abgrund sehen. Ich habe keine Angst vor dem Tod oder dem Krieg, aber vielleicht zerbreche ich an dem Leid, das ich sehe und nicht heilen kann. Hab keine Angst, Geliebte. Ich werde zu dir stoßen, und zwar rasch. Der Kriegsherr hat nur eine einfache Aufgabe für uns, und dann sehen wir euch in Bergenthorn. Arson, ist es wahr, dein Herz? Der Samen meiner Zuneigung war schon immer gesät. Ich habe nur darauf gewartet, dass er blüht. Ich liebe dich, Arson. Ich liebe dich dafür, dass du die Last meines Herzens mit mir trägst. In Kredie werde ich frieren ohne dich an meiner Seite. Bitte beeile dich, ja? Versprochen, meine Geliebte. Hier werden Beziehungen offenbart, die vorher irgendwie gar nicht so richtig an... Ja, gut. Doch. Das hat sich schon angedeutet. Ja. Aber es kommt irgendwie immer so ein bisschen überraschend. Nun scheint es also soweit. Wir müssen packen für die Überfahrt nach Bergenthorn. Und auf einmal kann ich die Freude von Ragnar nicht mehr teilen. Man hört, dass sich in Krildir die Krieger sammeln und warten. Ja, wenn es dann mal soweit ist. Also wenn ich jetzt mal einen Vergleich ziehen würde. Ich hatte mich tatsächlich früher, wo ich jetzt, ich sag mal noch... Ich sag mal blöd, ich bin jetzt 24, bin immer noch jung. Aber ich sag jetzt mal doof, wo ich jung und naiv war, so im Bereich 16, 17 rum. War es einer meiner Träume unter anderem, mich zur Bundeswehr verpflichten zu lassen. Und ich glaube, wenn es dann zu mir gehießen hätte, hey, Leute, wir gehen auf Richtung Irak, Afghanistan oder Mali. Ich glaube, dann wäre ich auch von, ich sag jetzt mal stimmungsmäßig, vom Enthusiasten zum Pessimisten gesprungen. Ja, ich kann es nachvollziehen. So. Ja. Achso, du gibst uns gar nichts mehr. Leider sind meine Waffen und meine ungeschlagenen Preise für sein Kaliber der... Den karadonischen Soldaten vorgehen, insofern kann ich euch nichts mehr verkaufen, aber versucht es doch einfach bei den Waffenschmieden im Mondflügel. Okay, gehen wir halt dahin. Werden wir hier einfach verjagt.
Aber ja, Bundeswehr war tatsächlich mal so ein Traum von mir. Tatsächlich, also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich sage jetzt mal blöd, dieser Glaube, den hier Haki zum Beispiel hat, dieses für sein Land einstehen, für seine Freunde einstehen und alles drum und dran. Genau so hatte ich eigentlich damals auch meinen Gedanken, als ich für mich eigentlich entscheiden wollte, dass ich zur Bundeswehr gehe. Aber dann kam halt nach und nach meine ganzen Krankheiten zum Vorschein, von dem her war das sowieso kein Thema mehr. Aber ich sag jetzt mal, in den letzten 4, 5, 6 Jahren haben sich auch meine Ansichten über unser Land, über die Bundeswehr und alles drumherum grundlegend geändert. Und können wir vielleicht mal in einem Let's Talk bequatschen oder so. Fürs Let's Play ist das jetzt nichts, aber ja. Auch ich hatte mal diese große Überzeugung. Mondflügel, Mondflügel, Schmiede. Sü. Ja, wir sind die Arbeiter vom Turm des Aas. Gundrema, die Zwergenschmiede hinter mir, hat schon wieder dieses irre Grinsen. Wenn sie eine neue Idee ausbrütet, wie man noch mehr Gold verdienen kann. Kann ich verstehen. Was du der. Ja, das ist auch schön. Dann können wir hier die Nebenquest noch weitermachen. Wir sind auf der Suche nach einem Schleifstein, um ihn einem Meister der Bilderstecher zu geben, auf das er seine Kunst weiterführen kann. Na und? Was habe ich mit diesen Vögeln zu schaffen? Überreden? Nun, Meister der Esse, sicherlich ist es Alkandor gewollt, dass ein selbsternannter Künstler ohne die Hilfe eines kundigen Schmiedes weder ein- noch ausweist. Trotzdem könnte er ja großmütige Gnade zeigen und ihm helfen, auf dass er merkt, dass die Kunst ohne Arbeit keinen Wert hat. Bah, na gut. Bevor sich dieser Künstler noch schlimmeren Dingen der Faulheit zuwendet, will ich euch diesen verfluchten Schleifstein geben. Hier, nehmt. Schleifstein. Cool, danke. Ja, das weiß ich. Faules Pack, bla bla bla. Joa, kaufen. Also, muss ich doch wieder woanders hin. Die Frau, die da in der äußerst edlen Kleidung vor uns stand, seufzte einmal tief und dann schlug sie die schwere, schmiedeeiserne Flügeltüre zu, welche als Gitter den Zugang in den hinteren Teil der Schmiede verschloss. Als sie sich dann abrupt umdrehte, erschrak sie offensichtlich. Sie war augenscheinlich so in Gedanken versunken gewesen, dass sie uns nicht hatte kommen hören. Die zwei Götter zum Gruße, verehrte Kunden. Ihr sprecht mit Gelia Düstermond, ihres Zeichens Tochter des Koret Düstermonds. So ihr denn hier seid, die handwerklichen Gerätschaften nutzen zu wollen, so muss ich euch vollends enttäuschen. Mein Onkel hat als Herr des Handelshauses entschieden, dass wir genug Gold in die Drachenhalle gesteckt haben und selbiges nun in die Krildia Werften investieren werden, um Kriegsschiffe für die Schlacht um Bergentorn entsenden zu können. Dieser Teil der Schmiede ist nun dicht, ebenso die Schneiderbank, der Alchemietisch und das Runenbrett. Oh, Alkandor und auch Aas. Handwerkszeug stillstehen zu sehen, macht mir Bauchschmerzen, so viel ist sicher. Dabei bin ich sicher, dass wir mit genug Mühe und Anstrengung mit diesem Werkzeug viel hätten bauen können. Unsinn. Wir werden und sind auf das Kriegshandwerk geeicht. Hä? Nee. Ich meine, der Asan schnitzt nachts Runen, wenn er glaubt, dass keiner hinschaut. Du, Svenja, du schneiderst und flickst an unserer Kleidung herum, wenn die Not am größten ist. Und ich bin immer gut am Amboss gewesen. Selbst Haki ist schlau genug, sich mit der Alchemie zu beschäftigen. Rezepte finden wir bestimmt in den Büchern, die wir in der Bib... Liebe... in den Büchersaal tragen. Und die Rohstoffe dazu liegen auf der ganzen Welt verstreut. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Trotzdem, der Raum bleibt geschlossen. Ich habe meine Anweisungen. Überreden? Augenblick, das verstehe ich nicht. Ist das Handelshaus Düstermond nicht dafür bekannt, sich niemals ein Geschäft entgehen zu lassen? Und spricht man nicht in jedem Winkel Caradons davon, dass die Räder eurer Betriebe niemals stillstehen? Wie kann dann jemand, in dessen Augen die Klugheit so keck hervorblitzt, uns verbieten, Dinge zu produzieren, die in letzter Instanz die Werkzeuge des Hauses Düstermond preisen? Ich bin sprachlos. Als Frau eines Mannes aus dem Hause Düstermond hört man nicht oft solche Worte und sehr selten derartige Nettigkeiten. Vielleicht wird es Zeit, meinen Unwillen auf diese Art auszudrücken und meinen Oheim ein wenig zu ärgern, indem ich euch hier arbeiten lasse. Sie lächelt verschmitzt, gesegnet mit einer Wärme, die aufzeigte, dass sie lange nicht mehr so offen und ehrlich lächeln konnte.
Ja, cool. Du warst der Schleifer, ne? Ja, den Text wissen wir. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schleifen kannst du. Kostet ein bisschen Geld. Nö. Sag mal, verkauft hier auch jemand was? Daran erinnere ich mich. Was? Überreden? Nun gräme dich nicht so. Noch nie ist in irgendeiner Legende oder einer Geschichte ein Meister vom Himmel gefallen. Es ist wie mit den Schmetterlingen, denn diese sind auch erst ungeliebte hässliche Raupen, bevor sie sich mit der Liebe der großen Mutter in Schmetterlinge verwandeln, die wunderschön anzusehen sind. Deine Zeit ist noch nicht so weit, wenn du aber dem Herrn des Handwerks demütig opferst und immer weiter suchst, deine Werke zu verbessern, dann wirst du auch du eines Tages Werke von großartiger Qualität herstellen. Darauf mein Wort, Freund. Ach, junger Rekrut. Nette Worte für einen einfachen Mann und Schmied, wie ich einer bin. Du hast recht. Ich sollte den Kopf nicht zerhängen, sondern meinen Hammer lieber schmieden lassen. Ich kann ja nicht auf alle Zeiten so ungeschickt bleiben. Ich danke dir für deine Hilfe. 4 Talentpunkte. Cool. Also, wer das vielleicht mal in der Folge verpasst hatte, wir hatten schon mal mit ihm gesprochen und er sagt halt, er kriegt das nicht hin. Er kriegt das nicht hin mit dem Schmieden und... Ja, jetzt wird das wohl passen. So, und wer verkauft mir hier jetzt Zeugs? Ich weiß noch, dass die alle am Meckern waren. Ich weiß. Der hat keinen Bock zu kämpfen. Bzw. kann nicht. Es wirst ja wohl nicht du sein, oder? Nö. Ey, der ist neu, oder? Scheiße, ich hätte nicht so viel durchklicken sollen. Okay. Der hat seine Pelze verkauft und jetzt ist er nackt. Okay. Du gut erkannt. Ich mein Kefrex. Ich lerne Sprache, seit ich mache Handel mit Caradon. Ach scheiße, und das war schon der letzte Text. Ich sollte mehr lesen. Ja, die Arbeiter vom Turm des Aas. Ich will Sachen kaufen, verdammte Scheiße. Beziehungsweise mein Unrat verkaufen. Aber keiner will mit mir handeln. Darf ich da jetzt durch? Ah, Handwerkstatt. Ah, okay. Hier könnte ich jetzt... Okay. Mann. Ich will auch eigentlich nur mein Zeug loswerden. Mein Schrott. Ich meine, ich könnte nach Eichengrund wandern, nur um mein Zeug zu verscherbeln. Aber es wäre ja auch ein bisschen lächerlich. Es wäre ein bisschen arg lächerlich. Oh, hi. Tura. Da gibt es ja noch das Tempelgedöns. Ich müsste auch mal mehr in das... Ich brauche mehr Talentpunkte. 250 habe ich. Gibt es jetzt nichts Großes, was ich irgendwie machen könnte. Oh, das ist doch Archon, der Begleiter. Was gibt's denn bei dir noch? Geschenk der anderen Seite. Gänsehaut schauen dann die knochigen Finger der Toten, greifen nach den Rucksäcken der Helden und durch die Gnade Archons platzieren sie dort zufällige Heilmittel. Totensegen sprechen. Dies. Ah, genau. Da könnte man Totensegen sprechen. Die Möglichkeit hatten wir einmal bei Ettel, aber da hatte ich das halt logischerweise noch nicht geskillt. Deswegen konnten wir das nicht machen. Was das Wohlwollen vieler göttlicher Mächte beinhaltet. Oh, Manu. So hoch ist meine Gunst nicht. Ja, dann nehmen wir erstmal die Heilmittel. Echt nicht? Warum erscheinst du dann überhaupt? Wie sieht mein Karma aus? Archon, Archon, Archon. Okay. Das sagt mir halt nicht, wie viele Punkte das sind. Das kann ich auch nirgends sehen, ne? Ich meine, ich hatte das schon mal gesucht, aber ich habe keine Ahnung. Mir fällt auch wieder auf, dass wir arsch viele Trophäen haben, ne? Okay, in meine Waffe könnte ich noch was reinböllern. Was haben wir da? Goblins her, die Chance, Verkaufsgüter zu finden.
Erhöht den Schaden gegen Untote um 25. Erhöht das Karma bei Ars. Erhöht den Rüstungswert um 10. Erhöht das Karma bei Trivia. Erhöht das Karma bei Tarnis. Erhöht die Chance, Edelsteine zu finden. Erhöht das Karma bei Alkandor. Aber habe ich das nicht schon ausgerüstet? Zwei Sachen habe ich ja schon. Das und das, ja. Jetzt machen wir Schaden gegen Untote. Warum nicht? Bei euch habe ich nämlich zum Beispiel noch gar nichts hinterlegt. Also eigentlich kann ich überall eigentlich mal irgendwas reinhauen. Okay, kann ich anscheinend nicht. Warte mal. Ich habe das hier jetzt drin. Ne? Ah, okay. Also man kann nicht zwei verwenden. Das war mir fast klar. Aber du kannst auch nicht jedes in alles reinböllern. Ah, verwirrende Sache. Verwirrende Sache. Wer warst du? Aion, der Zeitenwächter. Da habe ich noch gar nichts. Dieses mindere Mirakel nimmt die Last des Alters von einem Helden und stärkt seine Konstitution, was sich in einem Bonus von 25 Lebenspunkten niederschlägt. Ja, gib mal her. Korat? Haki, Svenja. Ah, ja, komm. Nicht Korat. Was haben wir hier? Also, schenkt den Helden Zeit, um sich zu bilden und zu... Oh, Talentpunkte! Ach, toll. Ist aber kein Problem, weil was ich jetzt mal machen werde... Edelsteine opfern. Wer war das jetzt? Aion, der Zeitenwächter, ne? Saphir, Opal, Rubin, Aasstein, Sonnenauge, Mondstein... Ich hau jetzt einfach mal voll rein. Bams! Soundfehler. Und nochmal. Derart zu ver... Bei solch einer Opferung sollte man stets wissen, was den Göttern ist und was nicht. Oh, damn! Was habe ich angerichtet? Ouch. Ich glaube, ich sollte mir nochmal eine Erklärung geben lassen. Saphire. Weder oder Freunde, insbesondere die Herzen jener Götterkinder, die sie gerne in Bescheidenheit üben. Es wird weiter berichtet, dass sich vor allem die beiden Götter Tarnis und Archon von diesem Edelstein. Und jetzt hätten sie meine Tempel, meine düsteren Kinder derlei Edelsteine. Aasstein? Aaspreis noch diese anderen göttlichen Wesenheiten sind diesem Stein gänzen. Was? Doch auch die anderen göttlichen Wesenheiten sind diesem Stein nicht gänzlich abgeneigt. Gelten die Sonnenaugen, welche ganz und besonders der großen Mutter Thorinia gewidmet sind, nur die selbst beim kleinsten Licht einer Quelle noch hell und voll Hoffnung zu strahlen wissen. Thorinia? Opal? Jener Götter, die es gerne in Bescheidenheit üben, weil die... Tura und Trivia? Aion. Aion will Rubine. Habe ich noch Rubine? Einen. Einen geschliffenen. Okay. Aion, du kriegst jetzt einen Rubin von mir. Oh, leck mich doch. Das finde ich aber nicht nett. Soll ich noch mehr dran rumspielen? Nein, ich lasse es lieber. Kein Bock hier, irgendwie groß Stress zu verursachen. Ich stand so gut bei den Göttern. Und dann baue ich so eine Scheiße. Okay, schlachten wir noch ein paar Orks ab. Achso, ne, ich brauche erst neue Steine. So, yo.
Machen wir mal zweimal von jedem. Ja, bitte. Nehmen wir mal einen Sandstein. Ich muss erst mal gucken, wie es überhaupt gerade aussieht. Ah, okay. Granit. So. Sehr schön. In diesen Mauern soll deren Schamane hausen. Lass sie nicht zur Ruhe kommen. War jetzt hier so, ne? Machen wir mal hier. Schön, Eingangstür kaputt gemacht. Okay, da wir jetzt wissen, wen wir in etwa zielen müssen, hole ich noch ein paar mehr von denen. Auch wenn es die teuren sind. So. Bums. Und jetzt nochmal. Schwupps, schwupps. Ah, verdammt. Denkst du, der Schamane, der in diesem Gebäude wohnt, haust unter dem Dach? Versuch, den Turm zu treffen, du Elfengesicht. Aber für deine Mühen solltest du 25 Goldstücke halten. Na, immerhin. So, zack, zack, zack. Müsste es eigentlich sein. Ach nee, scheiße. Das war, oh, fuck. Das war teuer. Ah, muss ich nochmal holen. Wie viel Gold habe ich noch? Ah, ich habe noch ein bisschen was. Das geht noch. Okay, weiter geht's. So, also zack, zack. Bam, bam. Bam. Sehr schön. Und gib ihm Steine, bis sein maroder Turm in Trümmern liegt. Hier, diese 75 Goldstücke. Das finde ich nett. So, weiter. Granit. So. Döp, 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 döp. Zählt das nicht als in Trümmern? Döp, 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 döp. Müsste ja dann das Dach von dem Ding sein. Ihr Götter, du verdammter Jungspund, hast den Turm des Schamanen getroffen. Doch. Mir will es scheinen, dass dieser räudige Hund von einem Schamanen gar nicht im obersten Stockwerk war. Schade, aber der Treffer ist mir satte 250 Goldstücke wert. Aber muss ja dann wohl trotzdem das Dach mit kaputt machen, weil...
Du Meister des Katapultes, was sehe ich da? Du hast die Heimstatt dieses Schamanen komplett zerstört. Verdammt gute Arbeit, das schreit nach einer Belohnung. Hier, nimm dies. Dies Kleinod fand ich vor Jahren in einer Truhe. Uralter Helm. Das finde ich schön. Brauchen wir aber trotzdem nochmal Munition. So, immer zweimal Sandsteine. Brauchen wir einfach zum Justieren, sage ich mal. Und noch zweimal Granit. Ja, wobei, wir brauchen mehr Granit. So. Jo. Sandstein fangen wir an. Ich mache jetzt einfach mal so. Das ist da. Jetzt links eins hoch. Okay, wunderbar. Das ist okay, dass die Munition zu schwach ist. Ich wollte es ja nur probieren. Ich weiß, wo ich hin muss. Granit. So, das machen wir hier. Zack. 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 So, das ist die Kaserne dieser Brut. Darin sitzen sie, die Bastarde, und es sind Pläne, uns zu töten. Gut gemacht. Damit dürfte ihnen das Taktieren etwas schwerer fallen. Hier, diese 150 Goldstücke soll der Lohn für deine Mühen sein. Und das machen wir gleich so weiter. Granit. So. Hier, zack, 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 zack. Scheiße. Was? Nein! Echt? Oh, ich... Manchmal hasse ich mich. Aber nur manchmal. Scheiße, war das jetzt so? Ey, wenn ich jetzt wieder auf die gleiche Stelle hau, raste ich aus. Ich hasse mich! Oh. Nochmal Geld raushauen. Oh, ich bin aber auch manchmal scheiße, ey. Okay, Daniel. Nur nach oben. Einfach nur von dem Eck hier aus eins nach oben. So rüber? Was jetzt? Ich werde es gleich sehen. Ja, Gott sei Dank. So. Jetzt noch den Turm kaputt machen. So, das war jetzt so, 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 so. Dankeschön. So, mal sehen, ob für die Dächer der Marmor reicht. Sollte aber eigentlich. So. So, so, so. Bei Alcandor, wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann hast du gerade den Aussichtsturm dieses pelztragenden Packs um ein Stockwerk kleiner gemacht. Sehr gut, dieser Treffer ist mir 250 Goldstücke wert, mein Junge. Was? Was muss ich da sehen? Du hast soeben die Kaserne dieser Schurken dem Erdboden gleich gemacht? Verdammt gute Arbeit, das schreit nach einer Belohnung. Hier, ein Buch, das ich schon seit Jahren mit mir führe und das dir nun etwas beibringen soll. Buch Wüterich gefunden. Sehr cool. Noch richtig schön animiert. Sieg! Da schlag mir doch einer ein Orkenei in die Pfanne. Ja, Caradon hat obsiegt in diesem Wahnsinn und wir, Kameraden, haben nicht wenig Anteil daran. Nicht wenig Anteil? Verflucht seist du, Ost-Caradone, den Sieg verdankt die Drachenhalle fast nur euch Schützen. Haha. Ja, Rodger hat recht. Dieser Tag ist der unsrige und gehört allein unseren lachenden Herzen. Oh, Kameraden, dass ich noch erleben darf, dass diese Bande an Mörder und Bastarden die Schwänze einzieht. Sie laufen um ihr Leben. Hab Dank, Svenja, Gorath, Arson und Haki. Ganz Caradon soll erfahren, wer ausschlaggebend an der Verteidigung beteiligt war. Auf immer ist euch mein Dank gewiss. Recht gesprochen, Christon.
Und auch wenn ich glaube, dass man euch Vieren nichts mehr beibringen kann, will ich euch doch etwas schenken, das euch gefallen wird. In diesem Werk aus Papier und Tinte findet ihr allerlei Geschichten über den Kampf mit und gegen Katapulte und andere Artillerie, Kameraden. Kunst des Krieges, Band 21. Juhu! 125 Talentpunkte, 3 freie Attributspunkte. Geil! Die nächsten Tage waren wahrhaftig erfüllt vom Jubelgeschrei unserer Kameraden. Und wäre meine Brust nicht so stolz geschwellt gewesen, meine Schultern hätten arg geschmerzt, ob der zahlreichen kameradschaftlichen Klopfer auf dieselbigen, um Respekt und Dankbarkeit meinen Freunden und mir auszudrücken. Erst Monde später sollte ich erfahren, dass in der Stadt Ravinia selber eine Statue den Verteidigern zu Ehren errichtet wurde, die allerdings auch nicht unser Konterfei zeigte und doch unsere Herzen berührte, da wir wussten, dass dieses Mahnmal unserer Tapferkeit auch mit unserem Blut und Schweiß errichtet wurde. Ja, wir sind halt die Geilsten. So, und das ist ein wunderschöner Abschluss für diese Folge. Wie sieht denn unser Karma aus? Hehe, hab ich's wieder ein bisschen verbessert? Dankeschön. Ah, schön. Gut. Dann, ja. Gespeichert habe ich gerade. Egal, ich speichere nochmal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Daniel. Adios.